also die Texturkandidaten 1.0 hier, 1.1 hier sind 1.0, hier sind 0.1, dann weiß ich im Fragmentschäler, hier bin ich bei 0,8, 0,8, dann frage ich ab, welche Farbe die Textur an der Stelle 0,8, 0,8 hat und dann kann ich meine Textur drauf machen. Also jetzt wieder Standard aktivieren, binden und den Schäler mitteilen, welche wir denn haben wollen. Jetzt sieht das so aus. Ist schon besser, ist ein Würfel mit Texturen, sieht aber immer noch etwas flach aus. Was jetzt noch fehlt, ist Licht. Früher hat man für das Licht einfach offensichtlich gesagt, ja, hier Licht von der Farbe so und so, dass dieses Ding tut so und so viel Licht aufnehmen, es sieht so und so aus und ist so und so shiny. Das gibt es auch alles nicht mehr, Licht machen wir jetzt auch selber. Das ist etwas anstrengend, aber dafür kann man dann später auch so coole Sachen machen wie Deferred Lighting, wo man dann nicht nur 8 Lichter in einer Szene haben kann, sondern auch zum Beispiel 50 oder noch ein bisschen mehr. Oder man kann Shading machen, das nicht Form-Shading ist und damit also auch nicht scheiße aussieht. Weil was ich jetzt hier hübsch zeige, ist Form-Shading. Wenn ihr irgendwas machen wollt, was richtig gut aussieht, dann macht das nicht, weil das sieht nicht gut aus. Aber es ist einfach. Form-Shading besteht im Prinzip aus 3 Teilen. Man hat einmal das Ambient Light, das ist das Licht, das überall ist. Dann hat man das Diffuse Light, das ist das Licht, das eine Fläche hat, in Abhängigkeit von, wie sie im Winkel steht, zur Lichtquelle. Und dann hat man das Specular Light, das ist ganz seltsam und macht absolut keinen Sinn. Weil das ist das Licht, das man hat, das abhängt vom Winkel zum Auge und Winkel zur Lichtquelle. Es sieht halbwegs überzeugend aus, aber auch nur halbwegs. Fürs Licht brauchen wir jetzt diese normalen. Die normalen stehen senkrecht auf den Flächen. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Würfel habe, dann würde die normale auf der Vorderfläche in etwa so stehen. Die normalen brauchen wir eben, dass wir berechnen können, in welchem Winkel sich die Flächen zur Lichtquelle befinden. Wenn die Lichtquelle irgendwo hier vorne ist, da müssen wir ja ausrechnen, hier Vektor zur Fläche und dann Format davon. Und ja, das können wir in etwa so machen. Wir tun erstmal im Vertex-Shader ein paar Parameter berechnen. Erstmal transformieren wir unseren Vertex mit der Model-View-Matrix. Wir müssen halt den Vertex, bei dem Licht, möchte man üblich mal sagen, nachdem man was gedreht hat, sonst sieht das Ganze ein bisschen speziell aus. Dann berechnen wir uns eben einmal den Vektor vom Vertex, wo wir im Moment sind, zum Auge aus. Also sonst wird er im Model. Da wir schon transformiert haben, ist das Auge bei 0,0. Wir rechnen uns den Vektor zum Licht aus und wir rechnen uns die normale auch transformiert aus. Weil wenn wir das wenn wir den Würfel drehen, müssen wir die normale ja auch drehen. Dass wir die normale nicht einfach an dieselbe Matrix dran multiplizieren, hat seine Gründe. Die können es nicht an dieselbe Matrix dran multiplizieren. Wir müssen es an die invertierte und dann nochmal transponierte Volume-Matrix multiplizieren. Und auch das kann man schön auf Wikipedia nachlesen. Das Beleuchten. Wir tun den Winkel nehmen zwischen Normale und Vektor zum Licht. Abhängig davon tun wir dann eben die aktuelle Farbe ein bisschen heller machen. Dann können wir uns noch die Spectral Direction ausrechnen. Das ist jetzt, wir reflektieren das Licht an der Normalen, also die Lichtrichtung an der Normalen und tun dann den Winkel zum Auge ausrechnen und tun das Ganze noch hoch einer Zahl nehmen, die festlegt, wie glänzend die Fläche ist. Das sieht gleich ganz interessant aus. Was ich jetzt da vergessen habe, ist, dass man am Anfang noch das Ambient Light einfach einrechnen muss. Aber das rechnet sich hier nicht so gleich an, egal wo es ist. Jetzt sieht das Ganze schon relativ überzeugend, relativ dreidimensional aus, wenn gleich unspektakulär für die ganze Arbeit. Aber dafür hat man jetzt was, auf dem man aufbauen kann, auf dem man
Dinge machen kann. Das war es dann eigentlich mit den Folien. Jetzt würde ich einfach mal hergehen und mal ein bisschen Code noch zeigen. Kann man diesen Code so halbwegs lesen? Nicht? Muss ich jetzt rausfinden, wenn man das größer macht. Ist das groß genug oder sowas noch? Im Endeffekt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen uns hier ein Fenster auf, ganz oben. Wir machen uns hier ein Fenster auf, wir initialisieren, wir tun es entweder in Fullscreen machen oder als Fenster. Wir tun gegebenenfalls Blue initialisieren. Wir tun OpenGL einstellen. Wir tun uns die Callbacks fabrizieren, die wir haben wollen. Dann tun wir uns diese Buffer-Objects machen. Hier zum Beispiel habe ich die Buffer-Object als Struct-Position, also Vektor ist jetzt hier einfach ein Dank, der einfach nur XY und Z enthält. Das ist die vierte Koordinate für die homogenen Koordinaten. Das ist die normale, das sind Texturkoordinaten. Und da sind jetzt einige definiert. Das ist ein Würfel, ja wirklich. Wenn man das nicht, wenn man das vielleicht ein bisschen schöner machen möchte, dann tut man die nicht hier in den Code schreiben, sondern man nimmt irgendeinen Modellierer, Blender oder sonst wie, der erzählt uns gleich auch noch was drüber später in seinem Vortrag, der ist voll interessant, hört ihr euch an. Und tut die dann schön aus der Datei laden, aber hier ist jetzt mal ein Würfel im Code. Da tut jetzt diese Dinge fabrizieren sich, ich habe jetzt hier eine Helferfunktion, die einfach ein Buffer-Object macht. Das Buffer-Object machen ist wirklich genauso wie auf den Folien. Gen-Buffers binden und Daten rein. Man lädt sich ein paar Texturen. Node-Texture, das ist auch hier unten drin. Node-Texture tut einfach nur GGA auslesen. Das ist ziemlich viel Code, aber GGA, wo das geschrieben ist. Setzt hier seine Parameter linear interpoliert und nicht wiederholen, wenn man außerhalb abschreibt. So Texturen. Zugehörigkeiten geht von 0 bis 1. Wenn man zum Beispiel bei 2 abfragt, dann wird das hier nicht zurückgegeben. Man könnte auch sagen, dass es dann einfach wieder von Anfang an anfangen soll. Das steht alles in der Doku im Cheat Sheet drin, so wenn ich den Code hochlade, dann noch links reinschreibe. Danach, wenn man alles geladen hat, kann man malen. Also erstens mal alles leer machen. Also alles schwarz machen und den Tiefenpuffer leeren. Das ist derjenige, der festlegt, was gerade tatsächlich gezeichnet wird, was vorne ist. Shader-Programm an, Matrizen rein. Das ist hier auch nur die Matrix, das wir irgendwo reinschieben. Dann jetzt Attribute-Array machen. Ja, die Funktion ist ein bisschen umständlich. Man sagt im Endeffekt, ich hätte gerne derjenige in der Variable, die hier angegeben ist, bitte Daten aus dem Vertex-Buffer, der im Moment gebunden ist. Und zwar sind das Floats und die Daten wiederholen sich nach 9 Floats. Man kann auch noch sagen, dass der Bildwelle Parameter ist. So, zu lang. Ja, normalen genauso, sie wiederholen sich nach 9 Floats, es sind 3 Stück. Also hier, dann hier werden 4 reingegeben, das landet dann im Shader auch als 4-dimensionaler Vektor, hier werden 3 reingegeben. Texturkoordinaten gibt es 2, werden 2 reingegeben, alles immer dasselbe. Wir rechnen uns hier eine Matrix aus über ein paar Hilfsfunktionen, die in der Datei sind. Aber weil sie uninteressant sind, das ist einfach nur Mathematik. Wir tun uns eine Textur nehmen, wir tun das Ganze binden, tun es als Render-Job absetzen, das ist das hier. Und ja, der Render-Job ist im Prinzip
bitte male das, was, bitte male die Vertexe, die aktuell über das Buffer-Object definiert sind und die vom Element Buffer, im Element Buffer stehen. Mit dem Index, mit den Indexen, die im Element Buffer stehen. Dann tun wir noch schön und aufräumen und tun das dann auf dem Bildschirm machen. Die entsprechenden Shaders sind das hier, vierdimensionaler Vektor Vertex, dreidimensionale Normale, dann die Texturkoordinaten. Genau das mit dem Weitergeben als Varying an den Fragment-Shader, transformieren, Beleuchtungsfarbe der Ausrichtung projizieren. Fragment-Shader macht Ambient, Diffuse und Spectral. Man könnte diese Sachen hier auch noch schön reingeben, anstatt den Shader zu definieren, aber so ist es einfacher, wenn auch nicht flexibel. Dann genau die Beleuchtung machen und ausgeben und was herauskommt, ist dann, das ist nicht funktioniert, das ist sauer. Ist dann das hier. Ja. Man sieht, das sieht nicht ganz so überzeugend aus. Das, was da so hübsch leuchtet, ist das Spatula. Ja. Schon. Viel mehr gibt es nicht. Ich tue den Code, der gerade in diesen Würfel markiert hat, lassen, dann nach Möglichkeit auch noch online stellen. Der landet dann wahrscheinlich unter der Adresse, wenn er denn mal da ist. Ja, erstens verlinke ich ihn hier und das landet unter hier. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es halbwegs interessant war. Und ich möchte mal darauf hinweisen, wo es dann auch nachher im Talk noch, der schön hierzu passt und der auch vielleicht voll interessant ist. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann bitte schön. Ansonsten später auch jederzeit einfach mich finden, wenn es irgendwas zu Fragen gibt. Ja. Du hast ja gerade so gezeigt, wie man das inzwischen macht, aber das ist natürlich nur Sachen gemacht, die man früher auch hätte tun können. Also das ist ja dasselbe langweilige Functioning quasi nochmal implementiert. Kannst du vielleicht kurz erklären, was jetzt zu dem Mehraufwand und die Komplexität rechtfertigt, also warum man das jetzt so haben möchte? Der ganze Mehraufwand ist am Anfang nervig, weil man halt wirklich ziemlich viel Code schreibt, um irgendwas zu tun. Aber dadurch hat man eben auch Flexibilität. Man hat gerade gesehen, ich hatte zwar Form Shading gemacht, aber ich hätte in den Vertex Shader und den Fragment Shader machen können, was ich will. Ich hätte zum Beispiel im Vertex Shader noch irgendwas transformieren können, dass ich zum Beispiel den Rücken so schön drehe, also schön verbiegt oder so. Ich hätte in einem Fragment-Shader ein sogenanntes Deferred Lighting machen können. Mit der alten Pipeline kann man zum Beispiel nur, also wenn man mehr als 8 Lichter möchte, dann benennt man mehr eingrenzen. Das kann man eigentlich knicken. Mit der neuen Pipeline kann man sich Code schreiben, der deutlich mehr als 8 Lichter macht. Oder man kann Code schreiben, der komplett was anderes macht. Wir können zum Beispiel statt dem Form-Shading eine Specula, eine sogenannte Specula Map nehmen, die dann sehr hübsch aussieht. Ich glaube, es ist leider kein Bild da. Im Prinzip tut man einfach eine Textur entsprechend der Aspekte, aus dem man gerade ausgerechnet hat, draufmappen. Das sieht deutlich cooler aus als vom Shading. Solche Sachen konnte man früher nicht machen und kann man jetzt machen. Und daher ist der Mehraufwand, lohnt sich dann, sobald man irgendwas Interessantes machen kann. Wenn ich aber irgendwo hier C-Code von Urso. Ja, also ich würde gerne ein Quad zeichnen. Okay, dafür brauchst du ein Vertex-Buffer-Object und zwei Shader. Ja, aber ich möchte nur ein Quad zeichnen. In einem Quad zeichnen ist das in der Tat ziemlich scheiße, aber wenn man mal richtig viele Quads und Dreiecke zeichnen möchte und die richtig cool aussehen lassen möchte, dann ist das irgendwann deutlich bequemer als die alte Variante. Irgendwelche Fragen? Dann
war's das und wünsche euch noch sonst viel Spaß auf der EPM.